So, dann wollen wir mal schauen, wie es mit dieser Mission losgehen kann. Im Grunde genommen haben wir hier eine Belagerungssituation. Wir werden belagert von mehreren Truppen, die kommen von verschiedenen Seiten. Also von hier kommen Bogenschützen, von Süden kommen Ritter, Fußritter zu Fuß. Hier kommen Footmen, also hier Lakaien. Von hier kommt, glaube ich, nichts und von hier kommt auch nichts. Aber von hier kommen ein paar Ritter, Briten tatsächlich. So, also von Norden kommt eine Truppe und von hier unten kommen, ja, im Grunde genommen drei Einheiten. Und wir haben einen Haufen Bauern, die können wir natürlich entsprechend ausbilden. Mit dem 8000, die wir haben. Und diese Mission ist wirklich schwierig, weil das Kampfsystem ist natürlich ein bisschen glücksabhängig, je nachdem, ob die Leute treffen oder nicht treffen, ob wir getroffen werden oder nicht getroffen werden, ob unsere Zauber treffen oder nicht, ob die Fallen, die wir setzen können, tatsächlich jetzt in diesem Fall, Schaden machen oder nicht. Ich habe gedacht, eigentlich könnte ich ja am besten Zäune bauen, irgendwie, um die Gegner aufzuhalten und dann an Fallen zerschellen zu lassen. Aber die laufen ja so durch Gebäude hindurch und durch Hühner laufen sie auch hindurch. Und ich kann leider keine Palisaden errichten, weil ich gar keinen hier Bauernhof bauen kann, weil ich gar keine Bäckerei habe. Ich könnte natürlich eine Bäckerei errichten, aber am nächsten Tag oder im Sommer ist schon der Angriff. Also von daher haben wir nicht wirklich viel Zeit, um etwas zu errichten, um dann einen Zaun zu errichten auch. Das wäre sonst meine Strategie gewesen. Würde ja auch Sinn machen, bei einer Belagerung die Mauern dicht zu machen. Ja, ansonsten rennen sie ja so rein. Aber ja, ein Stall wäre auch cool, aber den haben wir nicht. Wir könnten Bogenschützen ausbilden. Wäre eine nette Sache, kosten allerdings auch ein bisschen was. Zauberer sind auf jeden Fall praktisch, weil sie ihren Flächenschaden mit dem Blitz haben, der viel Schaden macht. Priester wären auch cool, um Leute zu heilen. Und ja. Das kostet allerdings alles was. Ich würde auf jeden Fall ein oder zwei Zauberer ausbilden. Und das Wichtigste ist, dass man die Gegner davon abhält, die Gebäude zu zerstören. Die sind so programmiert, dass sie erstmal die Gebäude angreifen werden. Und wenn man allerdings sie irgendwie ablenken kann, dann vergessen sie, dass sie die Gebäude angreifen sollen. Und dann hat man quasi die Möglichkeit, die aus der Ferne vielleicht mit Magiern oder sowas zu erschießen. Ja, ist jetzt die Frage, was wir machen. Ich würde mal sagen, wir machen für die Ritter da oben, weil sie immer hier langkommen, machen wir eine Falle. Eine Feuerfalle. Ist die Frage, wo setzen wir die hin? Ich würde mal sagen. Ja, hier. Da kommt eine Feuerfalle hin. Die kostet allerdings 3000. Hier unten werden wir auch eine Feuerfalle hinsetzen, weil da die Ritter kommen. Also haben wir schon mal ganz viel Gold verloren. Dann Moin, können wir eigentlich Gegner. nur noch hier ein paar kleinere Einheiten ausbilden. Ich würde mal sagen, ein Priester oder auch zwei wären ganz gut. So, ein Magier kommt da oben hin, der kümmert sich um die Ritter. Ein weiterer kommt hier unten hin, der kümmert sich dann um, ja, das, was da noch ankommt. Und der Rest sind halt Bauern. Und Bauern sollte man aber auch nicht unterschätzen, weil die können tatsächlich auch angreifen. Und wenn wir Glück haben, greifen sie auch gut an. Also, dass man einigermaßen Schaden macht. So, jetzt ist die Frage, wie es funktionieren wird. Ich meine, ich hoffe, wir haben Glück, aber. So wie ich uns kenne, wird das Ganze im Pech enden. Aber das ist wirklich eine von diesen Missionen. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Dann muss man das mehrmals versuchen. Also das ist eine Strategie, glaube ich, die einigermaßen immer Resultate bringt. Ja, ich werde mal speichern, wenn jetzt gleich die Schlacht beginnt. Vor allen Dingen die Ritter weghaben. Ne? Das ist ja das, was mich am meisten stört. Leider haben wir für die Priester keinen Schildzauber, sondern nur Heilung und Pestheilen und ja, Wolkenbruch eben. Aber Wolkenbruch. Ich weiß immer noch nicht, wofür der Zauber richtig gut ist. So, gleich beginnt die Schlacht. Jetzt beginnt der Tag. Und tauchen sie plötzlich auf. Da sind schon welche. So, ich meine, das sind nur Bogenschützen. Von dort kommen Ritter. So. Mal sehen, ob wir treffen. Haben wir getroffen? Ja, wir haben getroffen. Und sie brennen jetzt auch. Das ist schon mal gut. Von Süden kommen Ritter. Und von hier kommen die Fußleute. Mein Sohn. Wählt euer Ziel. Und da sind Bogenschützen. Aber Bogenschützen sind nicht so interessant. Sehr wohl, meine Lordschaft. Jawohl.
So. Ritter sind noch da. Wählt euer Ziel. Nicht genug Mana. Ah, da haben zwei Ritter anscheinend überlebt, aber deshalb schiebe ich ja meine Bauern dahin. Und hier brennen auch ein paar, das ist schon mal gut. Wir haben einen Magier, der was tun könnte, tatsächlich. Da muss ich ihm schauen, ob das so passt. Also, das ist viel Zwischenspeichern für mich hier. Einfach um zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Die brutzeln alle, das ist gut. Mal gucken, ob das hilft. Und, dann haben wir unseren Magier. Ah, sind ein paar mehr Ritter hier. Wählt euer Ziel. So, ich glaube, die Ritter hier sind fertig oder erledigt. Die Priester sind natürlich dumm und laufen ganz woanders hin. Müssen näher dran sein, ja, kein Wunder. Okay, schauen wir mal. Vielleicht so. Lauft, ihr Zauberer, lauft! Moin hier. Schon unterwegs? Ja. Nicht genug Geld, nee. Ja, der Priester kann von mir aus weglaufen. Ich meine, das wird er sowieso machen. Könnt ihr bitte diesen Ritter töten, bevor er mein Gebäude kaputt macht? So, die Ritter, die Fußsoldaten sind unten gestorben. Und dann noch ein paar normale Fußsoldaten. Der ist weggelaufen. Wenn ich den da wegkriegen würde, das wäre schon ziemlich cool. Aber irgendwie scheint er... Okay, jetzt hat er was anderes vor. Ist auch in Ordnung. So, können wir hier noch was machen? Nicht genug Mana. Okay, ist in Ordnung. Wählt euer Ziel. Wählt euer Ziel. Da sind noch diese Ritter hier, wa? Ich frage mich, ob sie dem Priester folgen. Sie folgen dem Priester. Okay, der will die Leichen beerdigen. Okay, folgt mal dem Priester. Wenn sie dann nämlich hier im Norden wieder durchlaufen, dann werden sie nochmal durch die Falle laufen. Wählt euer Ziel. Ja, voll daneben. Das ist natürlich schlecht hier jetzt für mich und meinen Magier. Ich glaube, die Ritter sind... Ne, die Ritter sind immer noch da. Ja, das ist Mist. Warum können sie den ollen Ritter nicht töten? Das ist jetzt ein bisschen verwunderlich. Okay, ich werde sie mal alle hier oben hinstellen. Mein Sohn. Ich ziehe mich in diese Nische hier zurück. Moin her. Jawohl. So scheide dahin. Okay. So scheide dahin. Ja, er ist durch die Falle gelaufen. Sehr gut, danke. Wenn die anderen das auch noch machen, umso besser. Und die Gegner sind jetzt alle nicht mehr auf die Gebäude fixiert. Das ist nämlich das Entscheidende, weil sonst würde ich die Mission automatisch verlieren. Das soll ja nicht passieren. Ich möchte sie gerne nochmal in diese Falle locken. Weil dann werden sie auf jeden Fall sterben. Schön, so.
Jawohl. Jawohl, jetzt brutzeln sie alle weg. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir bloß noch schaffen, diese ollen Bogenschützen, die da sind, auch noch durch diese Falle zu locken. Im Grunde, das müsste ja funktionieren, wenn sie jetzt auf meine Typen hier fixiert sind. Dass sie uns hier durch dieses Tor hier folgen. So, ich glaube, die laufen jetzt alle da durch. Jawohl. Und sterben dann auch. Und jetzt ist bloß ein Bogenschütze, glaube ich, übrig. Und das sollte hier machbar sein. So, der ist auch weg. Gut, also ein Hoch auf diese Fallen. Also die sollte man definitiv nochmal nutzen. Oh nein, mein Magier ist gestorben. Na gut. Immerhin haben wir den Rest hier beseitigt. Und nur noch ein Fußsoldat ist ja auch nicht so die Gefahr jetzt. Aber ja, hui, hey, es hat ganz gut geklappt. Also man sollte diese Fallen nicht gleich beim ersten Mal vergessen, dass die überhaupt da sind. Hier unten hätte ich die auch nutzen können, aber ich dachte, das passt irgendwie besser, weil alles sich nach Norden weggezogen hat. Das Entscheidende ist eben, dass man die Gegner davon abhält, ihren Erstbefehl, die Gebäude anzugreifen, abwehrt. Und das Wichtigste sind eigentlich die Ritter, dass die abgewehrt werden. Und die anderen haben sich dann quasi alle irgendwie auf meine Einheiten gestürzt. Und solange die Gebäude in Ruhe gelassen werden, kann man die Mission immer noch schaffen. Solange man irgendwas übrig hat. Führe mich, mein Wählt euer Ziel. Wählt euer Ziel. So, und der ist auch tot. Aber es lebt noch jemand. Jetzt müssen wir uns auf die Suche begeben, wer hier noch lebt von den gegnerischen Einheiten. Drei Bauern und zwei Priestern klären wir die Map. Ja, das ist eigentlich nur eine Angriffswelle, die da kommt. Und das reicht auch aus. Für mehr hat man ja auch gar kein Geld. Ich habe sowieso irgendwie gar kein Geld mehr hier gerade. Aber diese Mission kann sehr, sehr hakelig sein. Weil die KI manchmal hilft sie einem, indem sie dann auf die Einheiten losgeht. Und manchmal ist sie ganz fixiert auf die Gebäude und dann kommt man nicht weiter. Interessante Map hier. Ich glaube, die sterben jetzt an Hunger. Das ist das Problem, was ich habe. Aber dank dem Priestern kann ich den Hunger ein bisschen subsidiieren. Oh, da ist ein Ritter. Okay. Wie viele Lebenspunkte hat er denn noch? Ich meine, wo geht er hin? Wenn er durch die Feuerfalle geht, wäre natürlich optimiert, aber ich glaube, so schlau ist er dann auch nicht. So, was macht er jetzt? Also dumm ist er nicht. Folgst du mir? Wählt euer Ziel. Hätte ich fast den geheilt. Ah! Wir haben es geschafft. Diese grässliche Mission, da habe ich ein bisschen gegen angesehen, weil ich nicht dachte, ob es funktioniert oder nicht funktioniert, aber die Feuerfallen sind verdammt stark. Man muss die irgendwie in so eine Feuerfalle reinlocken, mehrmals. Mehrmals. Und wieder mal ein Kelch, der uns entgegenfliegt. Das hatten wir auch schon mal. Ich bin froh, dass wir diese Mission hinter uns gebracht haben. Das versüßt mir den Tag. In der letzten Mission habt ihr den schwarzen Herrscher besiegt. Hab ich? Ach, das war der schwarze Herrscher. Es gibt jedoch für eure Bevölkerung keine Ruhepause. Um mit der Macht des Guten beseelt in den letzten Kampf gegen den schwarzen Herrscher zu ziehen, müsst ihr zuvor den heiligen Kelch finden. Füllt den Kelch mit den Wassern der heiligen Quelle. Die Sage erzählt, dass sich der Kelch im Besitz eines Riesen befindet, schon wieder ein Riese, der die Gunst des schwarzen Herrschers genießt. Seid also auf der Hut und verwendet euren Verstand. Aber ich kann ein Dorf bauen in Blackton, ja. Ach, gut, gute alte Mission zum Errichten von Dörfern wieder. Okay, das machen wir dann gleich. Bis dann.